Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es rund um das Thema Reborn. Wir führen die Reihe fort zum Thema Wir Reborn, ein Reborn-Baby. Das heißt, heute kommt Teil 3, die erste Färbung. Beim letzten Video haben wir den Bautas ja gewaschen und jetzt wollen wir den Bautas natürlich anfangen zu färben. Genau, ich habe jetzt hier einmal einen Kopf, der ist noch für Ashwege, der letzte Kopf. Und hier hinten liegt ein komplettes Baby, die werden wir heute anfangen und daran werden wir heute arbeiten. So, das erste, was wir jetzt natürlich machen müssen, ist die Farbe anmischen. Und da habe ich mir jetzt hier einmal immer ein Rot. Das ist so für Lippen, für die Falten, für kleine Storchenbisse oder so. So, ja, einfach so ein Rot. Und dann habe ich für die Haut ein Rosa jetzt angemischt. Das, ja, verteile ich jetzt gleich auf der kompletten Haut einmal. Das ist so eine ganz, ganz dünne Farbe und wird auch nur eine ganz, ganz dünne Schicht machen. Und die, ja, wird jetzt nicht komplett rosa dann das Baby sein, sondern das werdet ihr dann sehen. Das ist einfach nur so eine dünne, rosane Schicht dann. Von den Schichten brauchen wir ganz, 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 ganz viele. Und am Tag schaffe ich vielleicht so 10. Hier habe ich noch meinen Handschuh, weil das Ganze mache ich natürlich immer mit Handschuhen. Hier habe ich meinen ganzen Pinsel, der ist für die Feinheiten, der ist für Hautfarbe. Hier habe ich einen für Rot, hier habe ich einen für Blau. Und dann habe ich eigentlich noch einen für, genau, der ist noch für die Versiegelung. Und hier habe ich die Versiegelung, die brauchen wir heute nicht. Da habe ich nämlich hier das Pöttchen stehen und wie gesagt, die brauchen wir heute nicht, weil ich heute definitiv nicht versiegeln werde. Aber wir werden jetzt erstmal in diesem Video die Falten machen und alles so drumrum um die ersten Schichten und dann wird es immer weitergehen, bis wir das Baby dann tatsächlich versiegeln. So, dann heißt es jetzt Handschuhe an, Maske auf. Ich brauche nämlich auch mit Maske. Und ganz wichtig, wir haben hier erstmal schön was zu trinken, schön was zu naschen, weil das Ganze dauert einfach sehr lange und man sollte sich etwas zu naschen besorgen. Hey! Kathi ist auch mit dabei. Was möchtest du denn da? So, dann nehmen wir uns den Kopf. Da fangen wir jetzt mal an mit diesem kleinen süßen Baby hier. Und da werde ich jetzt einfach mal so die Falten und alles, was ich halt immer so rot bei dem Baby male. Das werde ich euch jetzt alles zeigen. Ich hoffe, die Katzen stören euch nicht. Und guckt mir einfach mal dabei zu, wie ich das hier so mache. So, ich habe hier also den Kopf, habe einen Handschuh. Ich habe auf der einen Seite keinen Handschuh, weil ich dann die Babys besser greifen kann. Mit dieser Hand komme ich aber auch nicht in Berührung mit der Farbe, sondern halte wirklich immer nur den Kopf. Da habe ich einfach immer drei Finger im Kopf stecken und mit dem anderen kann ich dann sehr gut mit dem Schwamm arbeiten oder mit dem Pinsel. Diesen Schwamm benutze ich jetzt, um zum Beispiel gleich, ja, Farbreste aufzusammeln, das zeige ich euch. So, ich habe hier so einen ganz, 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 ganz kleinen Pinsel, den ich für die ja, Falten und so verwende. Den habe ich jetzt mit roter Farbe natürlich eingetaucht und dann am Handtuch schön abgetrocknet, weil da darf echt nicht viel Farbe drauf sein. Da darf nur ganz, ganz wenig Farbe drauf sein. Und dann fange ich meistens immer an mit den Augen. Also ich gehe von innen einmal so die Augen lang, da ziehe ich immer so ein paar Bahnen und dann nehme ich den Pinsel und tupfe da einmal komplett rüber. Einmal arbeitet man das dann sozusagen ins Vinyl ein und einmal gehen dann Farbreste weg, die man ja nicht haben möchte oder nicht, die ja einfach, die nicht schön aussehen dann. Genau, das tupfen wir alle schön ein und dann haben wir auch schon die Augen. Dann habe ich immer, oder mache ich immer hier am Auge die Falten nochmal. Da gibt es ja hier dann auch ein paar Falten. Da habe ich auch immer so ein paar Mal lang. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir immer das Ende sozusagen versiegeln, sage ich immer. Weil sonst haben wir da einen ganz, ganz ekligen Fleck. So, dann gehen wir weiter an die Nase. Da gehen wir erstmal in die Nasenlöcher. Und ja, gehen da, ziehen da ein paar Kreise. Anderen Nasenloch natürlich auch. Und auch da gucken wir wieder, dass wir die Nasenlöcher von außen so ein bisschen abtupfen.
damit da nicht so viel Farbe stecken bleibt. Dann gehen wir am Außenrand der Farbe einmal so lang, der Nase. Da gehe ich dann einmal so an den Seiten einmal lang. Auch ein paar Mal. Und dann tupfen wir auch das wieder ein. So, und dann haben wir Augen und Nasen schon mal fertig. An den Augen können wir jetzt auch oberhalb nochmal so ein bisschen am Augenlid, so ein bisschen rot. Das mache ich aber nicht so oft. Aber bei ihr finde ich, passt es jetzt ganz gut. So, dann gehen wir weiter zu den Lippen. Da gehe ich immer in die Lippenfalte rein und dann arbeite ich mich ja einfach so nach außen hin. Hier können wir auch schön in die Seiten rein, weil da, ja, sie hat so ein kleines Lächeln. Und dann können wir hier schön in die Seiten reingehen. So, dann haben wir auch schon die Lippen fertig. Und dann geht es eigentlich nur noch an die Ohren und an die Falten. Erstmal mache ich mir jetzt nochmal meinen Pinsel wieder voll. Weil der hat jetzt doch schon ziemlich viel Farbe verloren. Schön abtupfen, nicht vergessen, dass wir einfach nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel haben. Und dann gehen wir in die Ohren. Dann machen wir das gleiche wie bei der Nase. Einmal rein, einmal schön überall. Da muss man auch wirklich ganz doll aufpassen, dass man wirklich jede Wand und alle Ecken erwischt. Und dann gehe ich einmal hier in die große Muschel. Und dann gehe ich hier nochmal in die kleine. Und dann hier außen noch einmal lang. So, da gehen wir auch nochmal mit dem Pinsel einmal schön durch. Gucken, dass wir da keinen Farbfleck haben. Und dann haben wir auch das Ohr schon fertig. Natürlich das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Einmal schön ganzen Ohr entlang. Und dann tupfen wir das auch wieder. So, dann haben wir das schon mal fertig. Dann hat sie hier am Hals ganz schön viele Falten. Die wollen wir natürlich auch einmal betonen. Und da fahren wir dann ganz, ganz langsam mit dem Pinsel einmal durch die ganzen Falten durch. Und dann haben wir das erste auch schon bei der Maus geschafft. Die erste Schicht sozusagen ist erledigt. Und dann kommt jetzt die erste Hautschicht, also die erste rosafarbene Schicht. Also ich habe keine besondere Reihenfolge, was die Schichten angeht, sondern das ist immer so eine Gefühlssache, finde ich. Ich gucke immer, was fehlt noch und was müsste noch für eine Schicht drauf. Und jetzt ja, dachte ich mir, fange ich einfach mal mit einer rosanen Schicht an. Und arbeite mich dann einfach fort, aber eine bestimmte Reihenfolge gibt es da nicht. So, bei Rosa habe ich mir jetzt hier so einen großen Pinsel. Und den habe ich jetzt mit der rosanen Farbe natürlich bestrichen. Habe den jetzt auch wirklich ganz, ganz kräftig abgeputzt, weil da darf auch keine Farbe drauf sein. Also fast gar keine Farbe. Und dann gehen wir jetzt sozusagen in alle Falten, wo der Schwamm nachher nicht hinkommen könnte. Das heißt hinter das Ohr. Also ich fange immer hinter dem Ohr an. Gehe einmal mit dem Pinsel hinterm Ohr längs. Auch. Also einmal natürlich auf der Haut, wie ihr seht, und dann einmal so, ja, das hintere des Ohres. Da kommt man nämlich einfach mit dem Pinsel, mit dem Schwamm einfach nicht hin. Das Ganze machen wir dann zu Ende, also einmal so einen Kreis um das Ohr rum. Das machen wir an beiden Ohren. Einmal so rum. Auch von hinten einmal rum. So. Dann hier unten einmal bei den Falten, also am Hals. Da gehe ich einmal so einen Kreis drumherum, weil man da auch einfach sehr schwer hinkommt. Einmal so rum, dann hat es sozusagen so einen kleinen Schal um. Und dann gehe ich meistens noch die Augen entlang, weil da kommt der Schwamm auch nicht so gut hin. Über die Nase noch so ein bisschen. Einmal die Augen, dann an der Nase, die Nase selber. Und auch hier unten an den Lippen.
Einmal. Über die Lippen kann man da auch ruhig rübergehen. Das schadet absolut nicht. Und dann sieht die ganze Maus schon mal so aus. Und jetzt kommt der Schwamm. So, den Schwamm tauchen wir einmal komplett in die Farbe ein und drücken ihn danach wieder aus, dass auch da nicht so viel Farbe drauf ist. Und dann fange ich meistens hier oben an oder am Hinterkopf. Und dann gehen wir einfach nur immer mit einem Tupfer den ganzen Kopf entlang. Und dadurch, dass der Schwamm so Löcher hat, entsteht ein richtig schönes Hautbild. Und da gehe ich dann einfach so meine Bahnen einmal lang. Ganz vorsichtig, damit auch wirklich diese Löcher entstehen sozusagen. Und dann gehen wir da einmal überall lang, auch nochmal über das Gemalte gerade eben, damit der Übergang schön aussieht und nicht so fleckig. Das ist immer ganz wichtig. Auch hier vorne im Gesicht natürlich, das mache ich immer zum Schluss. Die Stirn nicht vergessen. Auch hier gehe ich meistens nochmal über das komplette Gesicht drüber, auch wenn wir da schon vorher gepinselt haben, aber dann gibt es einfach nochmal ein schöneres Hautbild. Und natürlich über die Ohren. Das ist auch immer so eine Sache, die ich ganz zum Schluss mache. Und dann hat die kleine Maus ihre erste Schicht fertig. Ja, meine Lieben, die kleine Maus sieht jetzt so aus und die kommt jetzt so in den Ofen, hat einmal eine kleine Pause von 10 Minuten bei 120 Grad und danach geht es weiter. Aber das seht ihr im nächsten Video. Tschüssi!